Hallo, liebe Deutschlernende. Alessandra hat mich gefragt, ob ich über das Laufen sprechen kann oder auch Sport im Allgemeinen. Und das ist echt eine gute Frage, denn ich mache selber sehr viel Sport und ich liebe Sport. Und wenn ihr euch mal kurz umschaut, wie es hier aussieht, ich meine, bei so einem Wetter macht man doch gerne Sport draußen. Macht man doch gerne draußen Sport. Und ich jogge sehr, sehr viel. Und gerade wenn die Sonne scheint, ist das echt ein tolles Erlebnis. Und sonst auch mache ich jeden Morgen 7 Minuten Sport. Ich habe da eine App, die nennt sich Seven. Also 7 Minuten lang macht man da intensives Training. Und dann habe ich auch noch ein paar Übungen für meinen Rücken, dass mein Rücken schön kräftig bleibt und vor allem gerade. Und dass es mir halt auch gut geht, damit ich fit bin durch den Sport. Also ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Sport ich mache, desto besser fühle ich mich. Und gerade wenn es um solche Dinge geht wie zum Beispiel bei mir, da ist der Rücken nicht ganz gerade. Und wenn ich Rückenübungen mache, dann geht es meinem Rücken gut. Und genauso beim Joggen, wenn ich jogge, dann fühle ich mich fit und dann habe ich auch viel Ausdauer und mehr Kraft für die Probleme des Alltags und ich kann alle möglichen Dinge auch viel besser bewältigen. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Ich gehe mal andersrum. Die Sonne blendet mich gerade. So ist viel besser. Die Sonne blendet mich nicht mehr. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ja, ich glaube, das ist besser. Genau, und wenn man regelmäßig Sport macht, dann hat man viel mehr Kraft für all die Dinge im Alltag und man fühlt sich einfach rundum wohl. Man fühlt sich rundum wohl. Und ich trainiere jetzt für den Vollmondmarathon in Berlin. Das ist am 20. August. Das ist jetzt der Termin und ich arbeite auf diesen Termin hin, auf den 20. August, um dort dann einen Marathon zu schaffen. Das wird 43 Kilometer sein, es wird sogar ein bisschen länger sein als ein Marathon. Also ich bin schon echt aufgeregt, wie gut ich dann werde. Ich hoffe, ich schaffe es auch unter 4 Stunden. Das ist so mein persönliches Ziel, dass ich es unter 4 Stunden schaffe. Und dafür trainiere ich jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Samstag. Am Montag mache ich einen einfachen Lauf. Dort laufe ich bloß 4-5 Meilen. Ich rechne in Meilen, weil mein Trainingsplan in Meilen ist. Eine Meile ist, glaube ich, 1,5 so viel wie 1 Kilometer oder vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall laufe ich 4 Meilen jeden Montag. Also es ändert sich jede Woche, manchmal 4, manchmal 5. Und das wird sich jetzt auch noch mehr und mehr steigen, je näher ich an meinen Termin komme. Und da mache ich dann einen einfachen Lauf und am Mittwoch mache ich entweder einen Tempolauf, also ich laufe so schnell ich kann, also nicht, ja doch, so schnell ich kann, aber ich muss natürlich auch 5-6 Meilen laufen, das heißt, ich laufe ein bisschen schneller, wie ich es gewohnt bin, aber auf die Dauer schlaucht das schon ganz schön, also es ist dann auch sehr, sehr anstrengend auf die Dauer schneller zu laufen. Oder ich laufe Hügel hoch und runter. Ja, ich habe hier in der Nähe ein paar Hügel und diese Hügel laufe ich dann hoch und runter. Und jetzt ist hier Geräusche. Ah, ich glaube, jetzt geht's. Könnt ihr mich hören? Ich glaube, ihr könnt mich hören. Ich gehe mal wieder zurück, auch wenn mich die Sonne ein bisschen blendet. Aber diesen Preis zahle ich gerne für so ein herrliches Wetter. Da werde ich gerne auch mal von der Sonne geblendet.
Aber zurück zum Sport und zum Laufen. Also, und am Samstag, mache ich dann meinen langen Lauf. Am Samstag laufe ich 14 Meilen, 15 Meilen, 16 Meilen. Das erhöht sich immer mehr. Ich werde nie in meinem Training wirklich einen Marathon laufen, höchstens einen Halbmarathon. Aber und sozusagen, das, wenn ich dann den Marathon laufe am 20. August, dann ist es auch das erste Mal, dass ich so eine weite Strecke laufen werde. Insofern bin ich sehr gespannt, wie gut ich dann da sein werde. Und ich tue natürlich mein Bestes jetzt, damit ich sozusagen fit bin und diese Strecke auch gut laufen kann. Und ganz interessant fand ich, dass mein Trainingsplan vorsieht, vorher noch ein bisschen weniger zu laufen, damit mein Körper Zeit hat, sich auch noch ein bisschen auszuruhen, bevor ich dann diese ganz weite Strecke laufe. Genau, was gibt's dazu noch zu sagen? Mir fällt erstmal nichts ein. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen und dann erzähle ich euch noch mehr über Sport, denn ich denke, es ist ein faszinierendes Thema und auch es ist auch etwas ganz Tolles. Und ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Macht Sport! Wenn ihr keinen Sport macht, macht Sport! Und das Tolle ist, gerade bei Sportarten wie Laufen ist es so, dass ihr auch etwas hören könnt, während ihr diese Sportart macht. Zum Beispiel ein E-Buch hören auf Deutsch oder ein Podcast auf Deutsch. Ich habe vor, auch bald einen Podcast zu starten. Und dann könnt ihr Deutsch lernen, praktisch während ihr Sport macht. Und wählt euch eine Sportart, die ihr auch wirklich mögt, wo ihr wirklich Interesse dran habt und wo ihr auch lange dran bleiben könnt. Nicht, dass ihr eine Sportart wählt wie zum Beispiel auch Laufen. Nicht, dass ihr sagt, okay, der Marco läuft, jetzt laufe ich auch und dann ist das vielleicht nicht die Sportart für euch und dann gebt ihr auf, weil ihr denkt, oh, Laufen ist, oh, ich mag Laufen überhaupt nicht. Ich hasse Laufen. Aber wenn ihr stattdessen sagt, ich mag vielleicht Fußball oder ich mag Volleyball oder ich gehe gerne ins Fitnessstudio, wählt eine Sportart, die euch gefällt und dann werdet ihr auch lange dran bleiben und lange daran Spaß haben. Und das ist wichtiger als alles andere, die Konsistenz. Wie auch beim Deutschlernen. Beim Deutschlernen ist es ganz wichtig, dass ihr auch auf eine Art Deutsch lernt, die euch gefällt, die euch Spaß macht. Und dann habt ihr auch die Konsistenz, dann bleibt ihr auch lange dabei und so kommt ihr zum Erfolg. Das war die Botschaft für heute. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!